Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich mit dir gemeinsam mal reinschauen, was hier jemand so über dich denken könnte, was hier so losi sein könnte. Und du lauschest einfach mal meinen Worten und guckst dir den Josi an, wie gut's den geht. Und wie der sich ja einfach neben mir meint, ein bisschen zu entspannen. Ne? Wir legen einfach mal los. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Was sind hier die Gedanken, über was man sich einen Kopf machen könnte? Was vielleicht auch einfach dich betrifft. Da habe ich einmal die Karte Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzugewinnen. Und ich habe hier den jammernden Mann, das Efeu und das Kaffee. Gut, dann legen wir mal los. Ich gehe erst mal in mich, mein Schatz, wenn es ein bisschen ruhiger wird, weißt du Bescheid. Wenn man an dich denkt, dann weiß man ganz genau, dass du jetzt die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückholen möchtest. Irgendwas ist hier passiert, mein Schatz. Und auch hier wieder echt eine Energie von, naja, das... es hier halt echt darum geht, wie es überhaupt weitergehen soll, aber eben auch, dass du dann vielleicht jetzt sagst, nee, hopp oder top, ne? Das geht so ein bisschen in Resonanz mit der Legung heute vor der Kamera. Schau die dir mal an, wenn du die noch nicht gesehen haben solltest. Hier denkt man auf jeden Fall daran, dass du gerne dein Leben verändern möchtest, dass du gerne Entscheidungen für dein Leben jetzt treffen möchtest, dass du vielleicht auch einfach jetzt mehr Zeit brauchst für dich und dass die Verbindung, so wie sie gerade ist, leider nicht weiter ausführbar sein könnte für dich. Es muss nicht gänzlich ein Ende sein, ja, du musst dich jetzt nicht hier gänzlich getrennt haben, aber irgendwie signalisierst du hier scheinbar jemanden, dass du mehr Freiraum in dein Leben brauchst, für deine Projekte, für dich selbst, für deine Gesundheit, für Sport, für Beauty, ich weiß es nicht. Aber ich sehe auch hier, dass jemand wirklich gerne mit dir essen gehen möchte, sich mit dir treffen möchte. Und aber irgendwie klappt das hier nicht. Also irgendwas ist hier, mein Engel, warum das zwischen euch nicht klappt. Und er selber sieht sich auch hier als den jammernden Mann. Er weiß, er hat dir hier viel Schuldzuweisungen gegeben. Er weiß, dass man dich immer dazu gebracht hat, dass du das Gefühl hattest, dass du ihn irgendwie mit Samthandschuhen anfassen musst. Es ist... irgendwie so, dass er sogar weiß, dass er für dich ein Schicksalsschlag ist und dass du wieder aufstehen möchtest und aus der Sache rausgehen möchtest. Und es ist auch so, dass er darüber nachdenkt, dass du vielleicht eher eine neue Begegnung vorziehst, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, weil du ja jetzt mehr Zeit haben möchtest für dich. Könnte hier jemand denken, dass du vielleicht auch jemand anderes in deinem Leben hast oder jemand Neues in deinem Leben haben möchtest und nicht mehr ihn. Ja. Es ist vielleicht so seine Art, vielleicht sich aus einer Trennung zu lösen, aber es ist nicht zwingend deine Art. Ja, also er könnte hier echt den Gedanken haben, dir einfach etwas anderes zu suchen und dass das der Grund ist, dass du jetzt keine Zeit mehr hast oder nur noch wenig Zeit haben könntest.
Aber das ist nicht der Fall. Aber trotzdem gibt er sich hier jetzt selbst so ein bisschen die Schuld, dass man irgendwie auch immer Halt bei dir gesucht hat und dass man hoffte, dass du sozusagen den Schmerz bekämpfst. Ja, und da merkt er eben selbst, dass du auf das Ganze irgendwie keine Lust mehr hast, vielleicht hier immer für jemanden da zu sein. So, und da schauen wir jetzt mal weiter auf die Herzilein-Ebene. Was er so auf dem Herzen haben könnte. Auf dem Herzen, im Herzen. Da wollten zwei Karten fallen. Das ist einmal die Co-Abhängigkeit und die Leidenschaft. Oh. Oh. Und als Klärungskarten habe ich hier die Herdplatte und den Lückenbüßer. Ich habe hier ich gehe noch mal kurz in mich. Also ich habe hier das Gefühl, dass es jemand sehr bereut, wie man mit dir umgegangen ist. Es ist tatsächlich auch so, dass sich im Gegenteil jetzt jemand dir gegenüber eher in so einer Art Abhängigkeit fühlen könnte, was aber auch eben letztendlich die Leidenschaft betrifft. Ja. Jemand spürt, dass man dich dazu gebracht hat, dich hier auch selbst zu überschätzen, dass man dich dazu gebracht hat, sich wirklich die Finger zu verbrennen. Und jemand spürt auch hier, dass man eigentlich selber derjenige ist, der dich echt scheiße behandelt hat, mein Engel, weil man weiß, ja, stimmt. Ich habe dich nur zur Ablenkung benutzt und du hast immer parat gestanden. Du warst halt immer da. Und jemand weiß auch, dass man dich dadurch wirklich in eine brenzliche Situation auch irgendwie gebracht hat. Und dass man dich sogar auch förmlich abhängig gemacht hat von ihm oder abhängig machen wollte auch irgendwie. Also hier ist eine Situation, wo jemand immer wieder wollte, dass du hier Zeit mit jemandem verbringst. Also da, ne, viele wünschen sich das ja, aber hier hat man eben einen aufgemacht, verbring viel Zeit mit mir, kümmere dich um mich und schau, dass es mir gut geht, so auf die Art, ja. Und es kann sein, dass du das wirklich eine ganze Weile hier auch mitgemacht hast, aber aus irgendeinem Grund wirst du ja jetzt nicht gesagt haben, hier, ich befreie mich, ja, ich gehe raus aus dieser Situation. Und das, was er jetzt immer mehr spürt und einfach auch erkennt, ist einfach, was man eben für ein Arschloch gewesen ist, ja. Dich hier irgendwie wirklich abhängig machen zu wollen. Oder dass man dich halt wirklich irgendwie in die Bredouille gebracht hat, dass du dich vielleicht selbst schon co-abhängig gefühlt hast und dich hier weniger gefühlt hast, wie ich lasse jetzt hier mal mein Herzen und meine Seele vor Freude singen, sondern dass man dir das auch irgendwie genommen hat. Ja, man hat dir dein Lachen genommen, man hat dir die Freude am Leben genommen. Einfach weil man dich vielleicht sogar auch über Jahre lang hier ausgenutzt hat, im Sinne von, ja, dass man einfach wusste, dass du hier irgendwo auch die zweite Wahl bleiben könntest und man hat dich nicht ernst genommen und ja, dich halt wirklich in eine beschissene Situation gebracht, weil es dir sicherlich auch hier jetzt gerade schwer fällt oder auch schwer gefallen ist, dich überhaupt hieraus wirklich zu befreien. Und das ist aber das, was du jetzt wirklich tust. Es ist natürlich harter Tobak, so wie das Ganze hier jetzt rauskommt. Es ist aber auch so, dass er das jetzt hier spürt,
Und auch bemerkt, was hier letztendlich sein eigener Anteil an der Situation einfach war. Und da fängt er jetzt auch ein bisschen an zu jammern und das Ganze so ein bisschen wehleidig zu betrachten, wie man hier wirklich mit dir umgegangen ist. Also jemandem wird das hier wirklich klar, ja. Und es wird jemandem jetzt einfach klar. Oder auch noch klar werden. Ja, einige werden das vielleicht jetzt bald erst tun. Ja, wie viel man eigentlich hier auch von dir erwartet hat. Ja, wie viel man von dir hier wollte. Und nur dafür, wo man eigentlich immer wusste, dass man dich ja letztendlich scheinbar hier nur für die Ablenkung benutzen wollte. Wollte man ja trotzdem hier vielleicht auch wirklich, dass du alles gibst und zu 1000%. Ja, vielleicht auch, weil ich hier habe, neue Begegnungen, Date, Genuss, Abschalten und Bars, Cafés. Vielleicht wollte er ja auch, dass du hier auch alles bezahlst für ihn im härtesten Fall. Ja. Das kann ja natürlich möglich sein. Ihr habt euch kennengelernt, er hat dich eingeladen, er hat vielleicht für dich auch gekocht und dann kann es irgendwie auf manipulative Art und Weise so gekommen sein, dass sich das Blatt hier so gedreht hat, dass man plötzlich immer mehr von dir wollte. Ja? Und das kann zum Beispiel auch ein Thema sein, auch in sexueller Hinsicht, dass man dir da auch nicht viel gegeben hat. Das heißt ja auch immer, wenn man das vollzieht, dass das ein ja, sich gegeneinander schenken ist. Und dass er auch da irgendwo nur nehmen wollte und dich hier in so eine, wirklich in so eine Richtung, als ob man dich hier verliebt machen wollte, sich für sich haben wollte. Ich hoffe, damit gehen jetzt nicht alle in Resonanz, ne? Aber hier ist es halt Thema. Und du hier letztendlich, ja, zu Beginn, was er noch getan hat, gemacht hat. Hast du hier vielleicht über lange Zeit dann nur noch gegeben? Und ich nehme hier auch so wahr, weil ich die Co-Abhängigkeit habe und die Leidenschaft, dass es sogar auch so sein kann, dass hier jemand tatsächlich auch ein Problem haben könnte, ein psychisches Problem, dass man seine Probleme, seine Einsamkeit, seine Suche nach Glück immer versucht, in vielleicht auch in sexuellen Dingen zu kompensieren. Und scheinbar hat man in dir jemanden gesehen, der hier immer das Glück irgendwie geben konnte. Ja, und da dockt man hier irgendwo an. Aber hier ist eine Sache, wo man halt sieht, es kann sein, dass du dich schon vor längerem davon befreit hast. Aber ich soll es halt hier auch einfach nochmal wieder aufgreifen, dass hier jemand so langsam merkt, was man hier von dir die ganze Zeit eigentlich erwartet hat und wie man dich auch irgendwo nicht in Ruhe gelassen hat, dass du hier immer parat stehst und gerade stehst, was auch immer er hier scheinbar will. Ja? Und da schaue ich jetzt mal in den Ausgang rein, warum ich die Situation überhaupt aufgreifen darf. Möglicher Ausgang. Ach ja je, jetzt habe ich hier auch noch die Hochzeit. Und dann wollen wir mal weiterschauen in die Klärungskarten. Und da habe ich die Karten. Das Nebelhorn und die Serendipität. Okay. Du, mein Engel, also irgendjemand, ich weiß nicht, ich hoffe ehrlich gesagt, dass das echt eine Legung ist, wo ich dich heute dazu einladen darf, einfach nur mal ein bisschen zu träumen und auch mal in einen Albtraum einzutauchen. Aber der mögliche Ausgang sieht wirklich gut aus. Denn, es kann tatsächlich sein, dass du vielleicht auch aktuell schon an jemand Neues anbandelst. Und das könnte hier auch vielleicht dein Glück sein. Ja.
Oder dass du noch verheiratet bist, vergeben bist und dass hier einfach ja, sich alles wirklich dann auch zum Positiven hier wenden darf. Aber wir sind ja hier wirklich auf der Seite, was diesen Typen, diese Kirsche hier einfach auch betrifft, wo ich ja frage, ja, wie will er denn weitermachen, beziehungsweise sie. Dann habe ich hier die Karte, diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Ich habe hier das Aufwachen, etwas endlich begreifen. Und ich habe die Serendipität, die mir hier einfach anzeigt, dass er jetzt einfach merkt, dass du hier scheinbar wirklich sein Glück bist, mein Engel. Ich muss es so wirklich sagen. Ja. Also ich habe den glücklichen Zufall, etwas finden, wonach man nicht gesucht hat. Ich habe nach einem Schicksals oder eine Schicksalsfügung zur rechten Zeit am rechten Ort. Also plötzlich wacht hier jemand wieder auf. Also nicht wieder auf, jetzt wacht hier jemand auf. Und begreift hier wirklich endlich etwas. Einmal, wie man dich behandelt hat, wie man mit dir umgegangen ist, was du alles getan hast. Und das scheinbar, weil du ihm hier irgendwie signalisierst, dass du keine Lust mehr hast, dass du wirklich mehr Leben haben willst, mehr Freiheit haben willst. Ja, dass du einfach vielleicht auch jetzt wirklich gerade dabei bist, hier gehen zu wollen. Oder vielleicht, wenn nicht sogar schon hier gegangen bist. Und es kann sogar sein, dass hier jemandem klar wird, oh je, ich möchte dich behalten. Ich möchte das mit uns auf eine höhere Ebene bringen. Und das, was du alles getan hast und gemacht hast, du hast wirklich viel mehr verdient. Also hier merkt jemand irgendwie, dass man dich wirklich auf eine gewisse Art und Weise ausgenutzt haben könnte und dass du alles gegeben hast, was du konntest. Und zukünftig wird man hier erwachen. Und man beginnt wirklich zu begreifen, dass das mit dir wirklich ein glücklicher Zufall war, im Gegenteil. Und man hat gar nicht danach gesucht, man hat es halt einfach so mitgemacht, ne? Oder beziehungsweise man hat halt einfach. Man hat halt einfach irgendwie versucht, das Ganze so am Laufen zu halten, so wie es gerade halt einfach ist. Ja, und vielleicht hatte man auch einfach irgendwie gedacht, es geht so weiter und es ist alles gut so, wie es ist. Und du machst das schon, du machst das sowieso mit. Ja, aber hier ist ja wirklich irgendetwas passiert, wo du dir sagst, das mache ich so nicht mehr mit. Ich habe jetzt hier genug gegeben, genug getan. Ich muss mich jetzt um mich und um mein Leben wieder kümmern. Und ja, aus diesem Szenario heraus eben jetzt beginnt jemand zu begreifen, was man mit dir echt durchgemacht hat auch, ne? Was du durchmachen musstest mit ihm. Also das war, hat hier jemand nicht so ganz komplett. Ich will nicht sagen, dass es hier jemand gar nicht gecheckt hat, aber es hat hier jemand echt nicht so sehr gecheckt wie jetzt. Also es ist gefühlt so, dass es erst jetzt jemand auf die Kette kriegt.
wie man mit dir umgegangen ist, wie man mit dir war. Ja, und plötzlich wendet sich scheinbar hier das Blatt und das passt auch zu den Energien, die wir jetzt haben, zu den hellsichtigen Energien, werden jetzt die gefühlt zum Sieger, die gemobbt werden. Und die, die gemobbt haben, die werden jetzt gefühlt ein Verlierer sein. Und ich hoffe, dass das hier in dieser Legung auch ein bisschen mit in Resonanz geht. Dass hier jemand wirklich anfängt, jetzt zu bereuen. Und dass man letztendlich sagt, du hast viel mehr verdient. Es war echt scheiße von mir, was ich gemacht habe und wie ich dich behandelt habe. Und dass hier vielleicht jemand wirklich nochmal reumütig vielleicht vorhat, auch auf dich zuzukommen. Ja. Ansonsten an all die anderen könnte jetzt gelten, ihr seid jetzt im Begriff wirklich loszulassen. Ihr habt keine Lust mehr, hier jemanden zu betuddeln. Und dann ist das auch gut. Ne? Ja, meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen. Täglich 14 Uhr, abonniert den Kanal kostenlos. Ich hab dich lieb und Josef auch. Ciao.